Weißt du, irgendwann werden sie einfach so einen verschlüsselten USB-Stick ausgraben. In ferner Zukunft, es gibt gar keine Technik mehr, um das abzuspielen. Tausende Experten der Zeit machen sich dran, zu versuchen darzustellen, was sich darauf befindet, herauszufinden, welche Geheimnisse darauf liegen. Vergangenes Wissen, vielleicht eine Anleitung für ein Perpetuum mobile oder Errungenschaften der Kultur. Und einem gelingt es dann. Und dann sind da einfach meine Videos drauf. Überlegt euch mal. Ich würde es ja feiern, ja. Auch 5000 Jahre nach meinem Ableben. Aber naja, wenn ich jemand bin, der von der Menschheit übrig ist, mich hätten sie auch auf diese komische goldene Schallplatte in den Weltraum schießen können. Wäre wahrscheinlich erfolgreicher als, keine Ahnung, Beethoven oder so. Aber naja, jetzt sind wir erstmal dabei, was anderes auszugraben. Und zwar bei der Demo zu Fossil Fuel. Jeder, der behauptet, die Vollversion ist schon da und es gibt sogar schon einen zweiten Teil, ja, der lügt hiermit offiziell. Ich habe Abos, ich habe recht. Okay, wir spielen jetzt trotzdem die Demo, weil ich habe nicht so viel Zeit und ich will erstmal schauen, ob das bockt, ja. Ist ein Horror-Game mit Dinos. Nur, also, hätte ich auch als Intro sagen können, aber war mir zu langweilig. So, warte mal, Easy, Normal, Hard, Back. Der Back-Schwierigkeitsgrad, da habe ich mich echt noch nicht dran gewagt, aber ich nehme mal Normal. Boah, Alter. Splendid. Great Sitkin Island. Alter, ich steig da aber nicht drauf, Alter. Oh. Bruder, was geht in diesem Game? In 2025, the Sierra Research Institute made a major genetic breakthrough by cloning two extinct animals, the Samaritan Rhino and Dodo Bird. As the financial benefits grew, a massive underground facility was constructed to house a new trillion-dollar initiative. I mean, it's ja nice and so, but... To bring back was bringt? Extinct dinosaurs. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut. Und deswegen nehme ich die schief und jetzt muss ich da rein mit einer fetten Wumme. Glaube ich. Okay. Weil ich beschwere mich immer, wenn ich die Putzfee sein muss, aber ich mache den Dreck gern für euch weg. Das ist gar kein Thema. So. Komm, jetzt lasst euch nicht so feiern. Knarre her und dann jetzt los. Ich habe noch ein paar andere Auftrags... Morde. Arbeiten zu verrichten, ja. So. Liege ich hier auf dem Boden? Boah, ich bin einfach eingeschnuffelt. Pass-through Security. Ist er die Security? Oh, man. Okay, was haben wir denn hier? Oh, Gott. Quick Melee, als. Put away weapon. Alles klar. LOL. Hello, sir. Please step forward to the airlock for sanitation. Have a nice day. Oh mein Gott. Hab ich den Test bestanden? Ich bin durch die Gesichtskontrolle gekommen. Oh, schön. Ich dachte, ich hätte mir irgendwie einen Code merken müssen oder so. Oh, moin! Hey, welcome to the pit, brother. You're running a little late, aren't you? Director just called a big meeting this morning. Ich musste vorne noch WASD angucken. Get your stuff over in the cubby there and I'll get the security gate unlocked. Bruder! Der zieht einfach jeden Morgen eine neue Maske über die alte. Irgendwann kommt kein Schall mehr aus seinem Gesicht. So, muss ich jetzt hier rein? Was? Okay, ich hab grad nicht durchgepasst. Vielleicht ist mein Becken einfach ein bisschen dick. Ich will nicht mit ihm interagieren, aber ich möchte mit ihm sprechen. You must be the new game warden. Orientation room is right through those doors. Okay. Orientation room. What? Oh, warum könnt ihr euch nicht mal auf eine Helligkeit einigen hier? Elon Musk! What's up? What's going on? Aua, meine Augen, meine Ohren, mein alles! Es tut einfach nur weh. Oh, jetzt los! Oh, cool!
Slot saved. So, nice. Wo ist jetzt meine Wumme? Ich verstehe kein Wort. Nehmt die Spaghetti aus der Visage, wenn ihr mit mir redet. Sound, es gibt kein Sprachvolumen. Warum können das... In manchen Indie-Games sind immer so, dass die Leute immer übelst leise sprechen. Okay, Security Checkpoint. Ich gehe schon. Muss ich hier lang? Requires a below key card. Passierschein A38, Digga. Flashlight will attack attraction. Hab ich eine Flashlight? Oder habe ich die automatisch? Oh. Ich bin attraktiv, ha? Huh? Bro. Okay. Ich tue zufälligerweise irgendwo eine Keycard rum? Cutting Board. Was? Okay. Alter, hört auf, mich zu verarschen, Alter. Was ist denn mit euch? Was ist das? Yellow? Oh mein Gott. Just beat it, beat it, beat it. Antibiotika? Nein. Was gibt's noch hier Schönes, Alter? Also so ein Nudeleintopf hätte auch gereicht, aber ich ziehe mir ja prinzipiell alles rein. Warte mal. Ich glaube, das haben wir abgepfiffen. Was? Na, ist Esszeit? Wo kommt's her? They can hear a noise such as jumping and shooting. 80 Grad Sicht. Brother! Hör auf jetzt! Was, wie? Du siehst mich nicht! Oh, so ein richtiger Idiotensaurus ist das. Okay. Ja, lab dich mal an dem. Den brauchen wir nicht mehr. Er ist nicht mehr viel Nütze, außer dass ich Scherze darüber mache. Okay, alles klar. Holt der Saurier sich auch eine Yellow Keycard? Oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Oh, da brauchen wir eine grüne da vorne. Bro, wohin? Alter, die Möbel passen hier überhaupt nicht rein! Was ist das? Unbenutzte leere Spritze. Diese Musik. Bei den Hottentotten hier. Oh, gib mir das. Was ist das? Wechselgeld? Geiles Game. Ich soll den Kaffee austrinken. Oh, die blaue. Nee. Nee, das ist einfach bloß ein Journal Entry. Die Tage werden länger. In unmittelbarer Nähe diese Monster zu arbeiten, lässt mich irgendwie nervös fühlen. Ach, Joe, du hast doch wohl die Stellenausschreibung gelesen, oder was? Ja, nimm das. Oh! Oh! Ich komme hier nicht raus! Was ist das für eine Kotze? Oh mein Gott! Tot. Ach, also wirklich, Alter. Ich dachte, er hat mir eine Pediküre verpasst. Oh mein Gott. Okay. Ja, eins nach dem anderen. Warte mal. Abgerechnet wird später. Ja. Jetzt muss man erstmal gucken, wie wir es hier schaffen, in irgendeiner Art und Weise voranzukommen. Boah. Okay, ich muss jetzt hier quasi alles nochmal machen bis zu dem Punkt, ja? Ich hab ja noch nicht mal eine Taschenlampe. Oder hab ich? Ich habe nichts. Wo gibt's denn die? Auf jetzt. Warte. Warte, wir kommen nochmal dahin, Alter. Ich weiß nur nicht,
Ich weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen soll da. Wie kann ich denn das irgendwie ohne Aufsehen zu erregen aufknippern? Warte, pass auf, jetzt dreht das Spiel gleich wieder durch. Ich darf mich nicht bewegen. Ich hab zwei IQ! Ich hab zwei IQ! Brille viel, Mann, Alter. 80 Grad Degree Peripheral Vision. Hört sich echt fancy an, aber nützen tut's nix, ne? Ne? Oh, lol, Wechselgeld. Ja, das ist sehr gruselig. Ich hab doch gesagt, gib mir eine Wumme. Mach doch nicht hier mit diesen Onboarding-Shits, Alter. Was soll denn das? Waffe ran und gut ist. Lassen die mich hier durchhantern. Und erzähl mir was von einer Taschenlampe. Oh, da will ich irgendwie nicht rein. Oh Gott, hier geht's. Oh, wait. Ich darf nicht? Da ist eine Knarre drinne. Oh, ich muss den Strom anstellen. Warte mal. Wo geht's denn hier lang jetzt? Moment. Wo komme ich her? Ich komme daher. Okay, verstehe. Ich muss mich nur irgendwie orientieren. Das ist ganz schön groß. Oh, Kacke. Bro. Okay, leise sein. Entschuldigung! Das ist nicht passiert. Hier ist eine Waffe drinne. Oh mein Gott. Okay. So weit bin ich ja. Oh, Alter! Was ist mit diesem Game los, Digi? Ich brech zusammen. Man sieht aber nicht auf hier. Oh, cool. Geile Schubladen da oben. Hat der einfach so eine kleine Kommode großgezogen? Bro, ich fass es nicht. Okay, wie stelle ich jetzt den Strom an, dass ich an die richtige Wumme komme? Kann ich das hier nicht einschießen? Ah, wahrscheinlich nicht. Oh, Handgranaten und alles. Okay, ich gehe mal hier weiter. Aber jetzt habe ich weniger Angst. Oh, das war ja, ist ja wirklich furchtbar. Bro, komm ruhig. Boah, ey. Junge, steht der einfach nochmal auf. Verkehrt! Gib mir das! Was? Achso, warte mal, ich muss combine. Ah. Rein da. Restore 50 of your health. Ja, rein! Wie, was ist denn jetzt damit? Kann ich's benutzen, bitte? Use. Alter! Nee, oh mein Gott, dieses System. Okay, perfekt. Ich brauche jetzt ja nicht noch eine, aber... Ist hier noch einer? Oder war das der Typ, der mich hier auf übelst unangenehme Art umgebracht hat? Holy shit, ich...
Was passiert denn hier zur Hölle? Bro, mach auf jetzt hier den Laden. Oh mein Gott. Dankeschön. Okay, was ist das? Ja, Power went out. Only thing you could do is electromagnetic pulse. Okay, also durch ein EMP sozusagen ist der Strom ausgegangen. Aber was mache ich denn da jetzt? Break a room down the hall. Okay. Habe ich denn überhaupt, dass die Entwickler sind? Telefon ist kaputt. Ja, whatever. Okay, hier habe ich noch ein bisschen Kohle. Was haben wir da? Ach, scheiße. Da brauche ich irgendwie einen Key oder so. Damn. Vielleicht ist das, als ob ich das nicht einfach aufschießen könnte oder so. Okay, ich überspeichere nochmal. Damit ich komplett aktuell bin hier. Down the hall. Also wahrscheinlich da? Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ich muss mir einen Weg drumherum bahnen. Hier irgendwie... Ich hab ja keine Lampe. Und ich weiß nicht, ob das Spiel davon ausgeht, ich hätte eine. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich hab's kapiert. Die Frage ist, wie komme ich da halt durch? Nee, das wird nichts. Ich dachte. Hier gibt's auch keinen alternativen Weg. Zumindest nicht, dass ich sehe. Alles klar. Wenn ich die Kisten nicht wegräumen kann, dann... Okay, die kann ich wegräumen, aber... Ah, da muss ich aufpassen, dass ich die nicht umschuppe, sonst kommt der Dino-Man und frisst mich auf, ja? Ich verstehe. Ist er immer noch hier? Nee, der ist nicht mehr da. Aber ich habe auch keine Blue Keycard. To be honest. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin. Oh. Ich glaube, ich soll hier nicht sein. Ich glaube, ich stecke bestimmt gleich fest, wenn ich hier weiter chill. Ja, hier brauche ich eine blaue. Die ist mir leider nicht vergönnt. Ich weiß nicht, wo ich die hätte finden können. Auf jeden Fall ist jetzt aber zumindest erstmal das Gebiet hier clean. Ich habe eine Knarre, ich kann mich wehren, ich habe gespeichert. Das ist alles in Ordnung. Du bist der perfekte Typ für diesen Job. Lass dir nichts anderes erzählen. Oh, hier ist die blaue Keycard auf dem Foto. Interact? Ich will damit nicht interagieren, ich will die einfach haben. Habe ich sie ja. Okay, alles klar. Boah, das war ja echt versteckt, meine Fresse. So, ein paar Kugeln habe ich noch. Wo geht's lang? Hier am besten. Oh, das habe ich echt nicht gefunden. Ich dachte jetzt schon, ich muss aufhören. Weil ich zu doof bin, aber nee. Das hat schon alles... Das hat alles Sinn und Verstand, Leute. Das ist ein ausgeklügeltes Konzept von Herrn her. Und wir werden es alles ergründen. So. Hier längs. Yes. Ah, irgendwelche Nachbarn? Hallo? Die Gesellschaft ist da. Oh, shit! Welp. Große Fresse wird sofort bestraft. Scheiße. Wo habe ich denn jetzt gespeichert hier? Ach so, oh, warte mal. Oh, das ist ja gut. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ist okay. Alles klar. Ich habe eh nichts anderes geschafft, außer meine Munition verschleudern. Insofern passt es schon. So. Okay. Wir wissen jetzt, was uns erwartet.
Das ist ja immer gut. Vielleicht mache ich diesmal ein bisschen smarter und speichere mal noch da in diesem, vor diesem Aufgang da. Wo ich da auch immer hin wollte. I don't know. Machen wir das mal schnell. Yes, let's go. Kann ich mir den Weg sparen, sollte ich nochmal ins Gras beißen hier. Hallo, Zuckerschnötchen. Bro, der ist aber auch zornig, ey. Dead. Sieht das scheiße aus. Geil. Okay, und das ist fucking Medium Difficulty? Boah, ich weiß nicht, wie viel du schluckst, Alter, aber... Naja, ich hab's dir besorgt. Okay. Nee, ich will auch nichts sehen. Sehen ist überbewertet. Bruder, was zum... Wo jetzt? Ach, hier ist eine Leiter. Ja, ich sehe das nicht. What? Oh mein Gott. Och, wir lieben Indie-Games einfach. Wir lieben's. Make your way through the... What? Biodome? Oh, rüste bitte die Waffe auf, du Idiot. Bro. Eine Shotty. Ist lustig, eine Shotty. Die macht Spaß. Geil. Ich will das, bitte. Bitte gib mir das. Oh, die fette Wumme. Let's go. Play Audio Tour? You are currently in the subterranean biodome. Oh no. The system of caves are both natural and man-made. The biodome is completely self-sufficient. A 100-acre underground reserve. Habitat has been recreated. Sag dir mir den Code, bitte. To fit the needs of our highly valuable prehistoric guests. Ja? Sag mir den Code! Boah, wo finde ich den? Scheiße. Hat der irgendwas bei? Steht das da drauf? Warte mal, Examine. Ey, das wäre super krass. Nee? Wenn es da irgendwo so eingraviert wäre, der Code oder so. Damn. Jo, was weiß ich? Oh. Cooles kleines Easter Egg, aber. Sagt der mir was? Die Nummer da? Nee. Das muss ja vierstellig sein eigentlich. Kann ich wieder hoch? Boah, Bro, ich weiß nicht, ey. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Code komme. Welcome. Habe ich das jetzt einfach geraten? No shot. Was? Oh, sieht das kacke aus? Ach nee, der Subterranean Super Duper Dome. Oh Gott. Hilf mir. Oh! Einfach weggeblasen, Digi. Was steht der nochmal auf? Der kommt wieder, Alter, wie Nina Hagen. Mach jetzt mal ab. Bro. Ich hab den weggeblasen. Wie meine Ex. Also, das ist auch egal. Schwöpfe! Was ist das? Der Durchbruch, Leute. Der Durchbruch. Eine grün glimmende Schatztruhe. Oh, 500 Ocken? Oh,
Oh, jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ich nehme lieber ihr die Sicht. What? Headlock B? Wollen wir das auch noch raten? Oder ist die Demo dann irgendwann vorbei? Was weiß ich? Oh, Mann. Das war nicht schlecht. Oh, das ist das neue. Das ist das neue Gebiet, though. Ich verstehe. Also ich verstehe auch eigentlich auch ehrlich gesagt noch nicht so viel, aber ich verstehe schon. Warum sind da Öllampen drauf? Ich möchte nicht reden. Ich möchte nicht darüber reden. Wir reden da nicht drüber. Okay? Wir halten einfach die Klappe. Einfach der Mund, der ist so geschlossen. So geschlossen war der noch nie. Okay? Warum spielt eigentlich Patrick Star? Bro, wofür das Money? Poison Antidote. Aber... Nummer 29. Oh, shit. Das ist ein Teil des Codes. Warte mal. Also irgendwas 29. Oh, ich muss den anderen Teil noch finden. Aua! Aua! Was, wo denn? Thank you.